Na dann, lasst uns mal loslegen. Herzlich willkommen zurück zu Kartoffelsalat mit Knackwurst. Was habt ihr denn Schönes auf dem Herzen? Wer färbst du dir jetzt mal die Haare nach? Hä, wieso? Maschallah, einfach die Hübsche. Mensch, ich weiß doch auch nicht mehr, was ich erzählen soll. Was ist denn lustig? Meine Mutter! Okay, ja, ist schon ziemlich witzig. Aber es reicht nur nicht für ein Intro. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich meine Zahnbürste benutzt. Ja, die habe ich gefressen. Komm, das geht besser. In Weiten des Internets muss es doch irgendwo... Oh nein. Vielleicht lassen wir das dann einfach an der Stelle und kümmern uns stattdessen um die Leute, die hier von ihrer Frechdachsigkeit beflügelt versuchen, in unser Allerheiligstes einzudrängen. Alles dumme Arsch. Wir haben den Arzt beim letzten Mal erfolgreich abblocken können. Ja, hau ab. Er geht, ne? Der wiederum zeigte sich davon recht unbeeindruckt. Ja, scheiße, ja, Junge, den stechst du Bude an. Ich habe ja beim letzten Mal klargemacht, dass ich in dieser Episode alles daran setzen werde, um hier den Victory Royale davontragen zu können. Wir haben im Casual Mode noch 2 Nächte offen und die schlagen uns jetzt um die Ohren. Dass ich mich sehr über einen Daumen nach oben und euer Abo freuen würde, brauche ich nicht extra zu erwähnen, oder? Perfekt. Let's go! I should get to my computer and get the night started. You should shut the f... Alright, wen haben wir denn hier? Henry Hardy, Alter. Klingt wie ein Wrestling-Profi. Was hat der Gute denn getan? Außer viel zu alt für den Wrestling-Sport zu sein. Warte mal. Habe ich da gerade was gehört? Nee, ne? Ich krieg noch keinen Besuch. Alter, ich bin 2 Minuten drin. Stop it! Okay, Chemie-Seminar. Okay, der Typ ist irgendwie ein Lehrer und wurde dabei beobachtet, wie er einem 19 Jahre alten Mädchen, also wie er sie in die Klasse quasi gepusht hat, mit seiner Hand an ihrem Hinterteil. Ja, ich meine, das ist doch eigentlich nett von ihm, ihr so ein bisschen private Nachhilfe zu geben, oder? Mr. Hardy, ein Gentleman aus gutem Haus. Ich habe schon mal vorsichtshalber irgendwie seinen Ausweis gesucht und jetzt werde ich nochmal schön in sein Handy schauen. Vielleicht finden wir... Ich meine, es ist ein Chemielehrer, ne? Eventuell kennt ihr ja Mittelchen und Wege, oh Gott! Digga, jetzt ist mir der Scheißmonster! Yo, darf ich nicht mal hier in Ruhe mein Zeug machen, ohne dass mir die ganze Bude auf den Kopf fällt? Oh, ich bitte euch. Oh, ich habe hier Instant Search, das hat mir jemand erklärt. Ich muss da draufklicken, das habe ich nicht gewusst. Und dann kriege ich gleich die E-Mail angezeigt. Da muss ich nicht erst den Namen eingeben. Glaube ich, so war das. Sorry, habe ich irgendwie ein bisschen verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, wann geht denn das jetzt hier mal weiter, bitte? Das ist so punishing irgendwie. Wenn du das mal kurz ablaufen lässt, dann, ja. Sitzt halt hier und kannst Mario Kart Deluxe auf der Switch spielen. Oh, jetzt ist das Internet aus. Meine Güte. Das ist ja eine Prachtepisode. So, Search History. Tödliche Medikamentierung in Kombination mit Alkohol. Alright, Sodiumhydroxid, um menschliches Gewebe aufzulösen. Okay, Mr. Hardy. Okay. Es schockiert mich wirklich, dass Sie das als Chemielehrer nicht wissen. Just saying. Okay, das ist vielleicht unschuldig, aber eventuell finden wir es in den Textkonvos. Weißt du was? Laura, das klingt irgendwie wie so ein Name eines jungen Mädchens. Vielleicht reicht das, ohne mir das durchzulesen. Come on. Oh, sehr gut. Das war richtig. Alles klar. Ellen Novak, den hatten wir aber auch schon. Ich habe, glaube ich, gerade nicht auf die Cams geschaut, oder? Oh mein Gott! Man müsste eigentlich meinen, ich hätte das mittlerweile irgendwie raus, aber... Willkommen bei Seth. Oh, das ist der, der auf dem Parkplatz erwischt wurde. Er hat wütend mit wem telefoniert, hat was über teure Zutaten. Der war irgendwie in einem gewissen... Also irgendwie Drogenhandel oder sowas war da. Ich kann mich erinnern. Also der war definitiv schuldig. So, wir haben jetzt nicht viel... Oh, warte mal, doch, wir haben die... Wir haben Haircolor. Warte mal, bevor wir da jetzt durchscrollen, sollten wir das mal zumindest hier so weiter einschränken. So, wen haben wir hier? Wie heißt der? Ellen Novak. Sorry, wenn ich alle 20 Sekunden hier auf die Cams schaue. Aber ich glaube, in dieser Nacht ist das auf jeden Fall vonnöten. Ellen, wo bist du? Komm her. Ich weiß, dass er schuldig ist. Ich habe den schon mal abgeschickt. Das macht halt das Spiel auch ein bisschen einfacher. Warte mal, jetzt kriege ich hier drauf und dann... Ah, da haben wir gleich die E-Mail. Das ist amazing. Sehr schön. So, ich glaube, was wir suchen, war im Handy. Wie so ziemlich immer. Keine Ahnung. Alright, alles safe. Warte mal. Schneller! Oh, Alter, das war knapp. Ich muss die Cam am besten hier drauf lassen. Hatte mir mal jemand gesagt und das hat sich beim letzten Mal als ganz gut irgendwie herausgestellt. So, Search History. Chemical Makeup, US-Regular, Japanese Drug Market. Oh, wir müssen 4 Beweise zusammensuchen.
Schwarzmarktpreis für sowieso Formalin. Hat er noch irgendwas in seinen Bildern? Das eventuell. Reicht es? Come on. Korrekt. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Und zurück auf die Cams. Und... Oh Gott. Oh, Alter. Und ich muss sowieso gleich meine Runde machen. Danke dir, Digga. Das erfrischt mein Herz jedes Mal aufs Neue. Oh. Oh, 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 oh. Ich war eine Weile nicht unterwegs. Hat er es aufgeschlossen? Nee, hat er nicht. Erwischt man den Kidnapper überhaupt? Also, sieht man überhaupt, wenn ein Fenster offen ist? Ist er da nicht schon im Haus und man ist eigentlich so ziemlich tot? Weil ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur der nächste Step. Das Licht ist aus und dann kommt das schon. Wenn das Fenster offen ist, ist man eigentlich quasi schon tot, oder? Also, das glaube ich jetzt irgendwie. Ich habe natürlich keinen Plan. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon mal zwei Reports hier erfolgreich fertig gemacht haben. Und ja. Oh, und es geht weiter mit dem nächsten. Moment. Okay, alles cool. Über David McNamara, der nähert sich den Kindern von irgendwem, wenn er selber nicht da ist. Erzählt ihnen Geschichten, wie viel Spaß es macht zu jagen und wie wichtig es ist, das zu lernen. Survival Skills, oh mein Gott. Der Kerl verfügt auf jeden Fall über Waffen. Das heißt, wenn wir was finden, entweder in seinem Social Spy Account oder im Handy. Aber da ich jetzt, warte mal, muss das hier erst klären. Kann ich das... Alter, warte mal. Oh Gott. Das Auto ist übel laut gerade. Ich habe halt auch die Lautstärke ziemlich krass hoch, deswegen erschrecke ich mich immer so krass. Also jetzt auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich ein bisschen empfindlich auf Sachen reagiere. Warum habe ich jetzt hier keinen E-Mail-Search? Verstehe das nicht. Hat das irgendwie eine Zeitbegrenzung oder... Nee, das ist doch eigentlich das, was wir haben. Die ganze Zeit über, dachte ich. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall noch Keys. Was sehr gut ist. So, da haben wir die Nummer. Connecte, connecte, connecte. Ich bin die ganze Zeit auf der Cam. Wenn der an meinem Haus ist oder drin, dann habe ich keine Chance mehr. Aber das hätte ich auch, glaube ich, so geschafft. So, Moment mal. Was hat er denn gesucht? Most amount of times person was shot and still survived. Oh Gott. How do people get paralyzed from spine injuries? Pff. Waffen. Ja, gut. Ist halt die Frage, hat er die legal oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß, das nervt ein bisschen, sorry, aber ich glaube, so muss man das irgendwie spielen. So, keine Ahnung. Okay, David McNamara. Ich hänge jetzt hier einfach mal noch den Polizeireport dran. So, ohne das zu lesen. Du musst einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen? Du musst einfach versuchen, so viel Zeit zu sparen, wie es halt irgendwie möglich ist in dem Game. Ich kann nicht mehr alles so detailliert lesen, weil das bricht mir im Endeffekt das Genick. Genau daran sind wir halt so oft schon gestorben, als ich das versucht habe. Und ja, das ist halt interessant, aber ich kann das mir ab diesem Punkt nicht mehr wirklich leisten. Vor allem, wenn ich viel zu wenig zum Schreddern hier habe. Okay, David, wo bist du? Wo ist er? Ist er nicht da? Hab ich die Suche? Doch, David McNamara, hier ist er. Alright, come on. So, weg und ab dafür und der nächste und Cams und dann sofort eine Runde machen. Ich habe Angst, dass der Kidnapper auch ein bisschen... Es wird ein langer Tag. Oh, da ist er. Okay, wann muss ich das Licht flashen? Jetzt? Nein! Wo ist er? Also dieses im Vorfeld hier immer durchgehen müssen und alles zu- bzw. aufzumachen, das nervt halt echt nach einer Zeit. Oh, da kommt er! Wisst ihr was? Ich versteck mich jetzt im Schrank. Ich riskiere es nicht nochmal. Die Eule ist ein Trigger. Habe ich gerade vernommen. Der scheucht die Eule auf. Höre ich Schritte?
Habe ich irgendein Audio-Cue, dass er weggeht? Keine Ahnung. Da passiert gar nichts. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich tot? Halt, wie soll ich's denn aber auch machen? This is awkward. I should get to my computer and get the night started. Halt's Maul. Ach, so geht das. Man muss erst den Ausweis bekommen. Verstehe. Okay. Schon mal gespart. Yikes. How to hit without bruises, Alter. What the F? Schritte. Da ist er. Es sieht so dumm aus. Oh shit, ich hab einen Herd angelassen. Da kommt er. Okay. Ich hab's rascheln gehört. Halt, Buschrascheln und Fußschritte sind immer eindeutige Indizien, dass der Doktor bzw. dass einer von beiden draußen unterwegs ist. Jo. Der kommt jetzt erstmal eine Weile. Ich glaube, er ist auf Cooldown. Ich habe in dieser Runde leider zwei Fehler gemacht bei den Reports. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen Fehler machen, sind wir Game Over. Sollten wir diese Runde gewinnen, gehen wir mit dieser Quote in die letzte Nacht. Und das ist halt echt nicht geil. Aber, alright. Hauptsache, wir schaffen es. Dann dürfen wir uns halt da keine Fehler erlauben. Den Speicherstand, den haben wir zumindest. Ich gucke jetzt ja trotzdem nochmal drauf, obwohl ich nicht glaube, dass der in so einer krassen Frequenz hier kommt. So. Come on. Stanley Ware. Oh mein Gott, wir haben Glück. Pass mal auf. Wir haben unser Tagessoll erfüllt. Machen wir jetzt noch weiter? Oder verstecken wir uns im Schrank, bis die Nacht zu Ende ist? Ich weiß es halt nicht. Ich würde halt auch gerne noch so ein paar Rootkit-Crack-Dinger verdienen. Jim Knopwood, warte mal, was war mit dem? Oh, der die Obdachlosen. Ja, ja. Okay, genau. Gut. Das machen wir jetzt noch. Okay. Jim Knopwood. Ich weiß nicht, ob der was mit der Polizei zu tun hatte. Das ist glatzköpfig, no police record. Okay. Dann suchen wir den mal so. Der ist auf jeden Fall schuldig. Der hat die irgendwie entführt und bringt die irgendwie um oder so. Irgendwas war da. Okay. Come on. Ja, prinzipiell kann ich da alle Bilder einreichen, oder? Ich glaube, das ist in Ordnung. Okay. Bitte nicht. Oh, danke. Angst! Komm, mach an! Dass ich ja immer zweimal klicken muss, so dumm. Alright. Bitte lass den Arzt nicht kommen. Wir haben es so weit geschafft! Einer noch! Da gehe ich in den Schrank. Ich hör ein Auto oder sowas. Da ist niemand da! Kai Zeng, riskier's, ich schredder den. Yes! Alright. Camps. Irgendwas los. Nein. Es ist niemand da. Wisst ihr was? Ich verstecke mich im Schrank. Ich verstecke mich im Schrank, bis die Nacht vorüber ist. Der Pussy-Mode. I'm sorry. Ich will das saven. Ich hoffe, hier drinnen kann ich nicht sterben. Ich hoffe es einfach. Nein, weißt du was? Ich mach das nicht. Ich versuche das so durchzuschaffen. Nicht, dass ich deswegen sterbe, weil der Kidnapper mich im Schrank findet oder irgend so ein dummer Mist. Wetten, der Entwickler hat einfach an sowas gedacht. Ach, unknown. Nee, ne? Alles in Ordnung, bitte. Bitte lass alles in Ordnung sein. Das ist der letzte. Jason Floyd, ich glaube, den haben wir geschreddert, bitte. Alter! Ah! Meine Güte! Was ein Abenteuer, ey! Okay, Stephen O'Neill ist Bullshit, Sylvia Osborne. Ich schwitze wie ein Schwein, ey. Hau ab! Wo ist er? Ist er da? Nee?
Hat die Eule mich betrogen oder war es zu spät? Alright. Gut, dann gehen wir mal ganz schnell den Strom wieder anstellen, weil nichts kann geschehen, nicht wahr? Absolut rein gar nichts passiert in dieser Nachbarschaft. Das ist alles safe. Oh Gott. Okay, ich gucke jetzt nochmal drauf. Oh Gott. Schritte. Da kommt er. Ich gehe in den Schrank. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Er ist noch nicht vorbei. Und dann warte ich hier einfach... Keine Ahnung, wie lange. Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was sonst. Der kommt da um diese dumme Ecke. Vielleicht muss ich einfach länger warten. Moment. Es kommt einfach kein Geräusch. Halt, sorry. Wenn das irgendwann so sein sollte, dann wäre das so absurd. I'm sorry, wenn ich jetzt noch länger warten muss, komm, kill me. Halt, wenn der von da kommt, ist man tot, oder was? Ich verstehe. Scott McPherson, Alter. Sieht aus wie ein Nebendarsteller von Star Trek. Okay. Da waren Schritte. Da ist er. Oh, abgewehrt. Sehr nice. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache, wenn ich das schaffe. Oh oh. I don't like. Ich habe halt echt so voll das Gefühl, der Kidnapper, der hat überhaupt nichts zu melden. Das ist halt irgendwie so der Amateur unter den gemeingefährlichen Verbrechern, über die ich mich Sorgen machen muss. Irgendwie, weiß ich nicht, das übelste Moped, was sie da losgeschickt haben. Stellt euch vor, es gibt drei so eine Art... Ich weiß nicht, ob ich es einfach nur nicht geöffnet habe. Oder ob da jemand auf mich wartet. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Easy. Preston Carter, den hatte ich auch schon. Der ist wegen irgendwas schuldig. Wegen irgendwas, da irgendwas hat er ganz bestimmt getan. Sein Handy wird es mir sagen. How to use rifle. What does it feel like to kill someone? School shootings. Oh mein Gott, Alter. Sperrt den bitte weg. What? Du willst mich verarschen! Das kann nicht sein! Okay, Spiel. Okay, okay, gut. Wie du meinst. Ah! So nicht! Kommt jetzt nochmal, Alter? War schon wieder die Eule. Okay, alles chill. Oder? Sollte ich meine Runde gehen? Oh, da ist er! Ich hab ihn erwischt! Oh! Die Eule, yo! Das ist mein Freund, Alter! Hedwig ist da draußen, wacht über mich! Der hat ja schon dran rumgefingert, das... Das Schwein. Waren das gerade meine Schritte? Yo, ich hab keinen Plan. Der kann ja nur einmal irgendwo sein, ne? Wahrscheinlich nicht im Bad. Eigentlich müsste jetzt hier das noch zu sein, oder? Okay. Boah, ich habe Angst, dass ich jetzt zurückgehe und der Arzt steht da irgendwo rum. Bitte nicht. Angst, Alter. Okay. Ich muss dich auf die Eule verlassen. Die ist gut. Ein super Hinweis, Alter. Zum Glück habe ich mir die zugelegt. Nein! Goddammit! Oh. Eule. Ha! Erwischt! Alles klar, Digi! Es ist so dumm jedes Mal. Oh, korrekt! Leute, noch einer. Dann haben wir den Tagessoll erfüllt.
Okay, okay, wir kommen der Sache schon näher. Aber wir müssen halt 12 schaffen. Bis die Nacht zu Ende ist. Also wir müssen es nicht, aber dann ist sie halt schneller zu Ende. Und ich weiß halt immer noch nicht, ob man sie einfach im Schrank verstecken kann. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Keine Ahnung. Es wäre halt zwar ein bisschen lame, aber ganz ehrlich, ich will das langsam mal gewinnen. Ist jetzt das Internet aus? Ist das dein Ernst? Nein, nein! Ich hab's rascheln hören. Ich hab niemanden gesehen, ich hab's eindeutig rascheln hören. Lass den bitte nicht da hinten sein. Bitte nicht. Oh oh. Vielleicht gehe ich da einfach nicht hinter. Vielleicht ist das einfach die Lösung. Vielleicht mache ich einfach weiter. Bis alle 12 Reports abgeschickt werden. Wie sieht's denn damit aus, hm? Schätzelein? Oh Gott. Bitte lass mich den jetzt irgendwie da draußen sehen. Dann weiß ich, dass er nicht hier drinnen ist. Wenn ich jetzt hochstehe, bin ich tot, oder? Was soll ich machen? Dieses im Schrank verstecken ist der letzte Abfuck. Halt, ich stand da beim letzten Mal 5 Minuten. Halt, du bist dann einfach tot, oder was? Insta-Death? Das ist so zum Kotzen, Mann. Da war ein Klopfen. Oh! Ja! Oh, Alter! Da fällt mir so jedes Mal ein Stein vom Herzen, wenn ich den Typen erwische. Okay, Tagessoll erfüllt. Ab auf die Cams. Und weiter geht's. Das wird die Runde. Oh, oh. Ein Klopfen. Da war ein Klopfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War das der Einbrecher? Bitte nicht. Bitte nicht der Doktor. Komm, hau rein. Ist auf jeden Fall irgendwas gespawnt. Das ist offen. Ist er da? Versteckt er sich irgendwo? Nee, da nicht. Hier. Mit Sicherheit. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe das aufgemacht. Alter. Okay. Als wäre nichts geschehen, nicht wahr? Als wäre alles gut. Wenn jemand im Schrank ist, soll ich das einfach ignorieren. Habt ihr gesagt? Ach, Kacke, Alter. Kann ich überhaupt noch was verdienen? Ja, kann ich. Nein. Das sind doch Lockpicking-Sounds. Das sind doch die Geräusche, wenn jemand am Fenster rumspielt, oder? Alter, ich bin so paranoid, Mann. Das kann er doch nur im Dunkeln. Oh, ich gehe nicht in den Schrank. Oh Gott. Hilfe, Alter! Nichts! Ich fühle mich so hilflos. Ich weiß nicht, wie ich diesen scheiß Normal Mode jemals schaffen soll. Das macht mich komplett fertig, ey. Und es dauert jedes Mal so lange, ey. Du, wisst ihr was? Ich habe jetzt mein Tagessoll erfüllt. Ich habe das jetzt so oft legit probiert. I'm sorry. Ich will nicht nochmal anfangen. Ich gehe jetzt in den Schrank und hoffe, dass irgendwann die Nacht vorbei ist. Vielleicht gehe ich hier einfach in den Breaker Room oder... Keine Ahnung, bin ich hier safe? Ich hoffe, dass das Spiel einfach irgendwann aufhört. Ich bitte dich, kann ich hier abschließen? Nee, kann ich nicht. Entzückend. Yikes. Psst.
Niemand zu Hause. Wie ist das zu wissen, dass die jetzt in dieser Sekunde alle in meinem Haus sind und wahrscheinlich sich in der Küche an meinen Toastschnittchen bedienen und eine fette Party feiern, Alter? Nein! So! Ach, leck mich am Arsch! Weil ich ins Bett gehe und der im Haus ist, kidnappt. Ja, so weit musst du aber auch erstmal denken. Ach, fuck. Wisst ihr, ich hab keinen Bock mehr. Ich nehme das jetzt ja 2,5 Stunden auf. Schrei mir nie an, Alter. Ey, es ist so frustrierend. I'm sorry. Aber das jetzt auch mal gesehen. Yo, Leute. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber das waren jetzt bestimmt 20 Runden oder so, wie ich es probiert habe. Mir reicht es für heute. Ich habe gesagt, ich will das durchziehen und ich wollte. Und ich habe alles gegeben. Manchmal schafft man es eben nicht. Manchmal reicht das eben halt nicht. Whatever. Ich muss wahrscheinlich nachher noch streamen. Ich habe den letzten Stream schon leider ausfallen lassen, wegen zu viel zu tun. Nehmen wir so mit. Wir schaffen das schon noch. Ich weiß nur nicht, wie... Ach, wie soll ich denn jemals den Normal Mode schaffen? I don't get it. Halt jedes Mal... Und wenn ich dann mal irgendwie die Würze aufbringen kann und in Nacht 6, 7 lande und dann halt sterbe ich und dann muss ich alles nochmal machen, halt... Come on. Ab einem gewissen Punkt ist das dann halt auch einfach kein Spaß mehr, sondern einfach nur... Übelst Arbeit und Frust. So, ich hatte halt gehofft, dass es im Gegensatz zu Welcome to the Game ein bisschen weniger der Fall ist, aber irgendwie, also, wenn ich da nicht irgendwie eine Möglichkeit hätte, das ein bisschen zu cheesen, das ein bisschen einfacher zu machen, wenn ich nicht irgendeine Strategie finde, die mir das sozusagen das Leben ein bisschen leichter macht, dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich bin jetzt erstmal raus. Mr. Meat hat ein neues Update, das werde ich in den kommenden Tagen noch aufnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe mega viel um die Ohren. Ich schaff's leider nicht mehr so viel, vor allem nicht, wenn ich halt ein paar Stunden am Video hänge. So, ich muss es jetzt noch schneiden, sonst kommt das viel zu spät. Nehmt's mir bitte nicht übel. Ich hab's versucht, aber wir haben sehr viel gesehen. Ja, das können wir uns auf die Fahne schreiben. So, wir wissen, was jetzt passiert, das habe ich mich seit Folgen gefragt. Wie ist es, wenn man nachher in dem Schrank steht und das einfach so versucht? Nee, geht nicht. Halt, du musst es schon beenden, du musst am PC sitzen, du musst die ganze Zeit abwehren, solange es halt dauert, bis irgendwann um 4 oder so. Keine Ahnung. Ja gut, Leute. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen, ich bedanke mich für eure Geduld. Tja, meine Fähigkeiten sind an diesem Punkt an seine Grenzen gekommen. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Probiert's gerne mal aus. Und wir sehen uns. Es wird eine neue Folge geben. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Ihr werdet es feststellen. Bis dann, haut rein, macht's gut. Nein! Ich drehe mich jetzt mal um und du guckst mal auf meinen Kopf. Ich glaube, ich habe Läuse. Also ich sehe Horst mal nicht.